Jo, meine Lieben, da bin ich wieder. Tja, was machen wir heute? Ich habe mir überlegt, mal was Weihnachtliches zu machen. Und da bin ich wieder Richtung Bratapfel gekommen. Aber dieses Mal versuche ich eine Bratapfelpizza zu machen. Genau. Und dazu gibt es noch eine klitzekleine Vorbereitung. Die erledigen wir schnell. Und ja, dann kann die Cam erst einmal fertig aufladen, weil der Akku leer ist. Aber alles weitere drüben in der kleinen, aber feinen Küche. So, meine Lieben, das meiste haben wir schon da, was wir brauchen. Hier einmal die Äpfel, brauchen wir später. Marzipan brauchen wir später. Mandeln brauchen wir auch später. Wir brauchen jetzt erst einmal einen Rum. Rosinen. Dann habe ich hier den Mandelsirup, da kippe ich ein bisschen was mit dazu. Brauner Rohrzucker und Backpulver. Backpulver. Ich brauche doch jetzt kein Backpulver. Hier drin mischen wir das Ganze jetzt. Hier habe ich noch meinen eingefrorenen Pizzateig. Weihnachtsjunkie? Hä? Wer schreit hier Weihnachtsjunkie? Hallo? Was? Ihr braucht Backpulver. Ja, ich habe zufällig hier ein Päckchen da liegen. Was wollt ihr machen? Christstollen wie von der Oma. Und dazu braucht ihr das Backpulver. Bitteschön. Ich mache jetzt mein Zeug weiter. Wieder hier runter. Puh, Leute, das war ja irgendwie eine ganz eine mystische Weihnachtsverbindung gerade. Ja, vielleicht liegt es wirklich hier daran, dass ich vom Stefan die Tasse hier stehen habe. Aber weiter mit meiner Bratapfelpizza. So, da brauchen wir jetzt erst einmal ein bisschen Rum hier drin. Naja, wenn ich hinterher besoffen bin von der Pizza, ist es auch egal. Da haben wir jetzt erst einmal, also allzu viel Rum ist es ja auch nicht. Vielleicht kippe ich ja noch was dazu. Hier haben wir jetzt erst einmal ein bisschen braunen Rohrzucker rein. Da drin halbwegs auflöst. Dann haue ich gleich noch was von den Mandelsirup rein. Kann man reintun, muss man nicht. Das war jetzt einfach so eine Idee von mir, den noch da, ja, ein bisschen den Mandelgeschmack anzuheben. Beziehungsweise die ganze Pizza ist eine Idee von mir. Ich habe im Internet nur nachgeguckt nach süßer Pizza und alle Pizzas wurden roh nur der Teig gebacken und dann habe ich eine Pizza, süße Pizza mit Apfel gesehen. Zimt brauchen wir übrigens auch noch später, bevor ich den vergesse. Ja, alle Pizzas bloß gesehen, wo man den Teig vorher backt und hinterher belegt, aber ich will ja eine Pizza komplett in den Backofen im Pizza Ferrari reinschieben und danach komplett fertig rausnehmen, ohne dass ich da hinterher noch rumbasteln muss. Ja, so langsam löst sich der Zucker auf. Ja, und dann habe ich so überlegt, nur eine süße Pizza mit Äpfeln. Nee, ja, dann probiere ich doch eine Bratapfelpizza. Ob mir das gelingt, sehen wir, wenn das Licht angeht oder so ähnlich. Nee, Licht ist an. Ja, das sehen wir hinterher. Ja. Können wir hier jetzt noch schön Rosinen rein, wenn sie dann mal rauskommen würden aus der Packung. Na ja, komm.
Wenn ich mit dem Zeug zu lang aufheben, ist auch nichts. Was mir übrig bleibt, fällt mir schon noch was anderes dann ein. Ja, das waren die Rosinen von unserer Halloween-Pizza. Halloween-Lasagne. Gut. Der Rum kann weg. Und die Rosinen lassen wir jetzt noch ein Stündchen oder was einziehen oder zwei. Währenddessen darf auch der Teig etwas Temperatur annehmen. Und nachher geht es dann weiter. Tja, und die Kamera darf auch noch ans Ladegerät. So Leute, Stunden später. Sehr geil. Den Apfel werde ich mir jetzt erst einmal entkernen. Ich habe leider noch kein Kerngehäuseausstecher hier. Hier werde ich mir demnächst auch noch einen besorgen. Aber so geht's auch. Schneide ich mir jetzt ja so relativ dünne Streifen runter. Den Pizzateig habt ihr hier schon gesehen, den habe ich auch schon raus. Etwas klebriger als das letzte Mal. Und keine Ahnung. Warum der auf einmal so extrem klebrig ist, aber ich werde da noch ein bisschen Mehl drunter kneten. Natürlich jetzt bloß noch ein bisschen Flüssigzitrone drüber. Hat zwei Gründe. Einmal, dass die Stückle jetzt nicht zu schnell zu braun werden, also braun anlaufen, und natürlich auch ein bisschen Zitronengeschmack auch noch dran. Dann wären wir auch schon so weit, dass ich hier im Hintergrund den Pizza-Ferrari einschalte. Und den Teig einfach noch ein bisschen Mehl drunter knete. Jetzt hoffe ich natürlich, dass mir der Teig keinen Strich durch die Rechnung heute macht. Also heute mag mich der Teig ja gar nicht. Was habe ich dir bloß getan? Ziehen lässt er sich ja ganz schön, aber er sollte halt auch in der Form bleiben. Und wer jetzt sagt, schau doch bei Waldis Pizzakanal, das ist Teig nach Waldis Pizzakanal. Bloß so als kleine Info am Rande. Oh Mann, hey. Lege ich mal auf alle Fälle gleich mal den Pizzaschieber zurecht hier. Aber so sieht es ja halbwegs ganz gut aus. Und jetzt probiere ich was. Ob das jetzt klappt oder nicht, werden wir gleich sehen. Wenn es Marzipan härter wäre, würde das wahrscheinlich ohne Probleme funktionieren. Aber das Marzipan ist relativ weich. Aber ich probiere jetzt trotzdem mal. Doch, ja, Leute, schaut euch das an. Ich raspel mir hier ein bisschen Marzipan drauf. Wie ein Käse. Geil. So. Tun wir etwas von unserem
rum und ein paar Rosinen dann unten drunter. Also für Kinder und Jugendliche ist diese Pizza mit Sicherheit nicht unbedingt geeignet. Und je länger so Rosinen eingelegt sind, desto besser ist es. Eigentlich wäre das ganz sinnvoll gewesen, die über Nacht einzulegen. Tja. So. Dann tun wir hier schon ein bisschen Zimt drauf. Und dann kommen die Äpfel oben drauf. Ja. Und ich bin jetzt nachher echt gespannt, wie die Pizza wird, ob die funktioniert so, wie ich gern hätte, wie ich mir das vorstelle oder nicht. Aber das werden wir nachher zusammen gleich rausfinden. Ganz zum Schluss noch mit ein paar Mandeln dekorieren. Tja, und dann muss das Schätzlein nur noch in den Pizzaofen rein. Der ist soweit vorgeheizt, gehen wir auf die andere Seite rüber. Oderle vorgeheizt auf 2,5. Hauruck. Den Deckel zu, Vollgas und abwarten, bis Pizza fertig. Natürlich wieder zwischendurch mal kurz reingucken. Ich schätze mal irgendwas so um die 2,5-3 Minuten. Stellen wir mal den Timer komplett auf 3 Minuten. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. So, gucken wir mal rein. Oh, die Mandeln werden ziemlich schwarz. Drehen wir gleich wieder runter hier. Zumindest ziemlich dunkel, schwarz noch nicht ganz. Ja, wie gesagt, allererster Versuch von so einer Bratapfelpizza. Keine Ahnung, wie die Mandeln und Co. darauf reagieren. Aber wir werden es ja gleich wissen. Also die Pizza vielleicht doch nicht ganz aufdrehen. Ja, Mandeln nicht so gut. Ein bisschen noch. Oder Mandeln hinterher draufstreuen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Drehen wir sie mal. Ja, das mit den Mandeln ist keine ganz so gute Idee, glaube ich. Der Teig braucht noch. Nee, heute mag der Teig nicht. Komisch. Drehen wir mal hoch. Egal, ob jetzt die Mandeln schwarz werden oder nicht. Oh ja. Machen wir aus.
und erklären die Pizza für fertig. Jawohl. Und dann rüber probieren. Naja. Die Rosinen obendrauf, auch nicht ganz so gut. Ich habe gerade schon eine probiert. Zumindest die ganz schwarzen popel ich hier jetzt schnell runter. Und besser ist das. Also alles bis auf die Äpfel unten drunter das nächste Mal. Und nur die Äpfel obendrauf. Dann sollte das auch richtig schön klappen. Ja, erster Versuch Bratapfelpizza. Oh Leute, das riecht boah geil. Aber nichtsdestotrotz lasse ich die jetzt einen klitzekleinen Augenblick noch auskühlen, bevor ich mir hier jetzt dermaßen was von der Schnute verbrenne. Achso, zum Schluss jetzt noch ein bisschen Zimt oben drüber. Den hätte ich jetzt fast noch mal vergessen. Tja, und jetzt sind wir fertig. Ab in den Hals. Nachher abkühlen. Tja. Und jetzt die Frage aller Fragen, wie schmeckt die Pizza? Die dampft immer noch. Lecker. Mandeln, Rosinen etc. pp. Alles unter die Äpfel, nur die Äpfel oben drauf, dass die Äpfel schön durchgebrutzelt werden. Von der Rumbrühe kann man natürlich etwas oben über die Äpfel drüber tun. Aber ansonsten sollte oben nichts sein. Alles unter die Äpfel. Ja, und dann klappt es auch bestimmt hundertprozentig mit dem Rausbacken. Den werde ich wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich sogar nochmal ausprobieren. Aber Leute, es ist ein richtig, richtig geiler Nachtisch. Lecker. Ein bisschen mehr Marzipan noch unten drunter. Und dann klappt es wunderbar. Ich freue mich über meinen Versuch, dass ich das gemacht habe. Ich werde es auch wieder machen. Übrigens, unten sieht der Boden auch gut aus. Ich werde dann meine eigenen Ratschläge für mich selber auch befolgen. In diesem Sinne, hoffe ich, dass dieses kleine weihnachtliche Video euch gefallen hat, ein Däumchen nach oben, nettes Kommentar, Abo, würde mich freuen. Tja, dann bin ich ja gespannt, was der Chris Schollen von der oder wie von der Oma gemacht hat, geschmeckt hat. Ja,
warten wir mal, bis von denen das Video rauskommt. In diesem Sinne sage ich, Tschaikowski, Leute, wir sehen uns. Ich gehe jetzt mal Pizza aufessen. So, meine Lieben, das Ganze hat mir keine Ruhe gelassen. Ich mache jetzt noch eine Version, und zwar die 2.0 auf gut Deutsch. Und anfangen tue ich damit. Schauen wir mal, wie der Apfel da rauskommt. Funktioniert das hier überhaupt? Oder muss ich mir da an anderen... Ne, da hole ich mir was anderes. Moment. So, da bin ich wieder. Und zwar werde ich jetzt den Apfel dünn hobeln. Na, ich glaube, jetzt hat es geklingelt. Nö, anscheinend leide ich schon an Halluzinationen. Den Apfel mittlerweile fertig gehobelt. Ja, zumindest so viel, wie ich brauche. Die Rosinen haben sich mittlerweile so richtig schön vollgesaugt, so wie es sein sollte. Also Rosinen auf alle Fälle am Tag vorher einlegen. Tja, was soll ich sagen? Ich mache jetzt mit dem Teig weiter, tu den schön auswageln oder wie man da sagt. Das erspare ich euch heute, das Drama. Und wenn ich dann belege, hole ich euch wieder natürlich dazu. Teig, du! Boah, wenn ich was hasse, dann ist es absolut widerspenstiger Pizzateig. Und dieses Mal ist er echt sowas von ekelhaft, dass er sich immer wieder zusammenzieht. Und ich weiß nicht warum. Dasselbe Teig wie das letzte und vorletzte Mal. Naja, gut. Wo fangen wir an? Und dieses Mal mit ein paar wieder unten Marzipan. Dieses Mal nehmen wir aber die große. Ruhig ein bisschen drauf. Ja. Dann verteilen wir die Mandeln unten drin, tun sie noch ein klein bisschen klein bröseln. Marzipan. So. Das kann man ja hier jetzt noch leicht mit andrücken, wenn es nicht dauernd an der Finger hängen bleiben wird. Jo, dann verteilen wir jetzt hier wieder unsere Rosinen. Unsere Rumrosinen, die dieses Mal richtig schön durchgezogen sind. So. Na komm. Ich wüsste sonst eh nicht, was ich damit anfangen soll. Und wie gesagt, das Ganze muss von Äpfeln bedeckt sein, damit es nicht wieder ankokelt, schwarz wird. Weil dann wird das Zeug gleich bitter. So. Dann nehmen wir unsere dünn gehobelten Äpfel.
tun die hier schön verteilen. Ja. Und dann wären wir soweit, dass das Ding im Pizzaofen kann. So, Dalle. Na, draufbleiben. Dann drehe ich mal wieder hoch auf 3 und dieses Mal soll es ja reibungslos funktionieren. Und jetzt habe ich den Zimt unten drin vergessen. Naja, den streuen wir nachher oben drauf. Was ist da los? Was ist da los? Ja, die Pampe läuft ein bisschen raus. Schade, schade, schade. Dann drehen wir mal die Pizza. Hat doch ein bisschen viel Flüssigkeit. Aber dieses Mal sieht es schon besser aus. Und durch den vielen Zucker da drin karamellisiert es natürlich. Hoffentlich kriege ich den Pizzastein wieder sauber. Meine Fresse. Naja, abschaben wird schon gehen. Schauen wir mal. Heiligsblechle. Naja. Kleines bisschen noch. Kleines bisschen noch. Also weniger ist mehr, wäre wahrscheinlich jetzt bei der Pizza besser gewesen, von dem Rumzuckerzeug unten drin und Rosinen, aber ja, ich wollte es halt wissen. Ja, die Äpfel sehen dieses Mal schon wesentlich besser aus. Was macht der Boden? Ja. Tun wir es hier runter, die Pizza. Ja, und nachher darf ich sauber machen. So sieht sie nun aus. Und jetzt gehen wir rüber, machen wir sie fertig und dann tun wir probieren. Mit fertig machen ist eigentlich bloß damit gemeint, noch ein bisschen Zimt drüber streuen. Nicht zu viel, nur ein bisschen. Fertig. Tja. Und dann schauen wir mal, ob diese Version von der Bratapfelpizza besser schmeckt. Oh, da hinten raucht es immer noch am Pizzaofen. Huiuiuiui. Naja. Aber hat sich das auch gelohnt? Boden sieht wieder gut aus. Jawohl. Das hat sich definitiv gelohnt, die nochmal zu machen. Ich hatte ja eh noch den Teigknödel übrig. Und diese Version, alles unten runter und oben nur Äpfel drauf, die passt, die ist geil. Lecker. Leute, jetzt ist aber endgültig Feierabend mit dem Video. Wir sehen uns. Tschaikowski. Ja, und Däumchen und Abo nicht vergessen. Ciao, ciao, Tschaikowski.